Zeit. Er hat da auch ein neues Turnzentrum fertiggestellt. Da geht die strukturelle Entwicklung auch mit der Entwicklung der Athleten. Und wenn man sieht, dass heute Morgen die Junioren der Türkei mit nur 3 Startern einen 3. Platz hinter Amerika und Deutschland erzielt hat, dann sieht man schon, dass da richtig viel Betrieb ist. Und ich glaube, mit der Türkei ist international weiterhin zu rechnen. Und ich gehe davon aus, dass sie sich weiterhin auch noch verbessern wollen und auch insbesondere in der Teamwertung sich verbessern wollen auf Weltniveau, gerade bei Weltmeisterschaften. Und da sehen wir als Start Hangwaage 2 Sekunden halten, Heben in die Schwalbe 2 Sekunden halten. Das Teil heißt Zanetti. Stämme ins Kopfkreuz. Jonasson, Stämme in die Stützwaage. Yamawaki, Stämme in die Schwalbe. Und da sieht man einfach, was das für Kraftpakete sind. Das ist unfassbar. Nakayama Kreuzhang. Bisher sehr schön. Honma Kreuzhang. Auch sehr, sehr schön. Lächelt dann noch einmal kurz. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sein Signature-Move. Ich glaube, ich erinnere mich noch, das hat er bei der WM auch gemacht. Um zu zeigen, es ist alles ganz leicht für mich. Ja. Stämme vorwärts zum Handstand. Und Doppelbück vorwärts, Abgang. Fast genau in Stand. Richtig gute Übung. Ja, schön. Um noch nachzureichen, Adem Asil mit einer 14-4 schiebt sich da schon mal knapp vor seinen Teamkollegen Mehmet Kozak, der mit einer 14-3-5 dann nur ganz knapp verliert. Aber wird natürlich spannend jetzt. Ich glaube, die Übung, er hat eine bessere Landung. Von der Schwierigkeit sicherlich ähnlich wie Adem. Also im Normalfall sollte er jetzt da an Adem vorbeigehen. Kopfkreuz auch unfassbar schweres Element. Gerade da sind die Kampfrichter auch bei der Endlage sehr, sehr kritisch. Ja, richtig stark. Das sieht alles so spielerisch aus. Ich war mit den Ringen immer auf Kriegsfuß, hatte aber generell auch einfach zu wenig Kraft und zu wenig Ehrgeiz beim Trainieren wahrscheinlich. Also es ist schon...